Ich liebe die Österreicher, aber die haben sowas, weißt du, die haben immer sowas Philosophisches, so eine Metaebene, die wir nie erreichen werden. Das ist... Was war das denn jetzt? Noch einmal ein geraucht vorher und dann gehen wir zum Mittermeier. Schön, dass alle da sind, weil das Ding ist, in Österreich ist es so, dass immer mindestens einer nicht da ist. Immer. Das glaubst du nicht. Die machen das, glaube ich, vorher aus. Du, einer kommt heute nicht beim Mittermeier. Einer kommt, der kommt spät. Ist immer so. Und das Ding ist, die Österreicher haben aber immer, die haben so eine Metaebene, wie gesagt. Die können das immer, die beste Ausrede, die ich je gehört habe von jemandem, der zu spät kam, ganz ohne Scheiß, das, wo ich selbst voller Ehrfurcht auf die Knie ging. Ich habe in Linz gespielt, Olympiahalle, also Innsbruck, Olympiahalle, 5.000 Österreicher, 5.000 Österreicher, nein, ich lüge, 4.999 Österreicher. Einer hat gefehlt, genau erste Reihe in der Mitte, genau vor mir, genau da, der war nicht da. Weißt du, ich fange an zu spielen, das Schlimme ist, du schaust immer hin, immer, die ganze Zeit. Wann kommt die Sau, wann ist der da, warum kommt er nicht? Du bist immer mit dem befasst. Nach 20 Minuten kommt er, aber nicht so, weißt du, oh, mal schauen, ich setze mich so hin, sondern kommt er so reingeschlendert, weißt du, so, naja, ich glaube, das ist mein Platz, ich setze mich hin. Servus, servus, gut, ja, nicht schlecht. Schaut mich so an, ich schaue so runter, ja, und er so, was ist los? Es ist schon spät, mach weiter, sehr lustig. Also, Entschuldigung, das ist eigentlich mein Text. Bitte gern geschehen. Und das ist, dann dachte ich, probiere es erstmal ganz deutsch. Ich habe gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Schaut er mich an und sagt, wer zu früh kommt, ist ein Spritzer. No? So. Jetzt. Und jetzt kommt die Metaebene. Pass auf. Habe ich gefragt, warum bist du zu spät? Schaut er mich an und sagt, ja, ich war im Stau. Viele überlegen jetzt, so wie ich damals. Habe ich gesagt, hallo, du warst im Stau? Aber die anderen 4.999 Menschen waren alle um 20 Uhr da. Schaut er mich an, ja, ich war der Letzte im Stau.